Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Ja, wir haben jetzt hier eine Menge geholt. Das brauchen wir. Das kommt weg. Das behalten wir. Und das behalten wir. Okay, aber die Muschel, die wird verkauft. Oh, da ist ein Brief. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbeibringst. Er ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Ein Amethyst haben wir, glaube ich. Clint. So, heute werden wir uns aber mal... Nee, erstmal packen wir das da jetzt rein. Dass das weg ist. Okay. Unten lagen Eier, die habe ich gar nicht gesehen. Jetzt aber beleidigt. Was ist los mit euch? Ich glaube, ich sollte nachmittags noch mal reingehen und gucken, ob die das, was da im Augenblick abgeht, ist, glaube ich, gar nicht so gut. Okay, dann machen wir mal zum zu unserer persönlichen Haltestelle gehen hier. In die Mine. Aquamarin, eine gefrorene Geode, ein Amethyst, da ist er. Wo finde ich denn diese Emily? Aha, vom Schmied also gerade rüber, am Friedhof vorbei. Okay. Wieso laufe ich jetzt hier zu Fuß? Stadt.
Geisterkristall. Kohle. Ein Flur und irgendwas. Alles nass, okay. Ein Diamant. Hat nichts mehr, okay. So, das ist dieser Amethyst. Nein, das ist Penny. Das ist Jas. Keiner zu Hause. Jody. Aber welche ist jetzt Emily? Eventuell beim Einkaufen. Es ist Wochenende. Ja. Zwei Geschenke pro Woche ist genug. Wer bist du, Caroline? So, das kann direkt weg. Stichpalme behalten wir. Weizenmehl, Reis, Grasbündel, Öl, Essig, Standarddünger, Hydrogel, Tapete, Boden, Katalog, ein Kirschensetzling, Aprikosensetzling, Orangensetzling, Pfirsich, Granatapfel, Apfel. Ja, die brauchen wir alle noch. Was haben wir denn bisher?
den billigsten hier, Aprikosen, ne, für 2000. Ja, und du hattest früher auch keine grünen Haare. Jordi, brauchst du etwas? Nee, ich suche Emily. Ich weiß nicht, wer Emily ist. Ich will jetzt hier nichts kaufen, ich will wissen, wie du heißt. Marni. Und in der Zwischenzeit nach Hause gekommen oder? Weißt du, wie man einen Bohneneintopf zubereitet? Nee, weiß ich nicht. Aber weißt du, was ich hier für dich habe? Oh, mein Lieblingsstein, du bist so süß. Hä? Der ist von wem? Oh, du hast ihn bei Clint geholt? Naja, egal woher er ist. Er ist wunderschön, danke dir. Knutsch. Okay. Das war jetzt anders geplant. Ich mag das Gericht sehr. Okay, ich habe aber nicht die Zutaten dafür. Geisterkristall. Jetzt muss ich doch noch mal gucken, dass ich da mal zum Museum gehe. Denn ich denke mal, den Geisterkristall, den kann ich auch noch loswerden. Nö. Nee. Okay, dann gehen wir mit dem ganzen Kram nach Hause. Nein, wir müssen da. Es ist 17:10 Uhr, es ist also definitiv jetzt zu spät, um noch in die Mine zu gehen, oder? Oder? Ja, wenn wir nur in die oberste Etage gehen und ein paar Steine klopfen. Ist das ja eigentlich nicht so tragisch, ne? So, was weiß ich, bis 21 Uhr oder so. Nur viel länger dürfen wir halt nicht. Und wir können ja dann verhältnismäßig schnell wieder, mit der Lore. Was macht sie denn da?
So, wie war das? Die Weintraube und die Pilze, das muss erstmal reichen. So, mehr Steine gab es hier nicht. Und ich habe sogar wieder eine Geode dabei. Steine und fehlen uns noch etwa 40, 20 Uhr haben wir's. Was haben wir jetzt? Ups, 41 von 74 oder so waren das, ne? Einundzwanzig, 40, ja, schön aufpassen. Zweiundzwanzig, 20, es wird von der Zeit her wieder eng. Ich sehe das schon kommen. 56. Uhr. Was haben wir? 67. Okay. Wo ist die Tür, wo wir wieder hoch können? Da. Ja, Mine verlassen. Bushaltestelle. Und jetzt aber keine Spielchen hier, sondern ganz schnell ins Bett. Hundertfünfzig. Nur von einer Nautilusmuschel. Okay. Okay.
Ja, schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.